haben das Biotop komplett verlandet angetroffen. Die Pflanzen sind komplett ins Biotop hineingewachsen und man hat kaum mehr Wasserfläche gesehen. Unser Auftrag war, den Pflanzenbewuchs zu reduzieren, sodass wieder Wasserfläche sichtbar wird und der Schlamm am Boden abzugen. Die drei Teiche fassen etwa 200'000 Liter Wasser. Also das ist schon eine rechte Dimension und wir haben circa 2 Wochen eingeplant für die Sanierung. Wir haben also 5 Hechte gefunden im Wasser und noch 5 andere Fische. Und die Fische haben Fröschleich und Kleinlebewesen reguliert, so dass sie eigentlich keine Froschquaken hatten da hinten. Wenn es viele Fische drin hat, die scheiden natürlich Exkremente ab. Und das verursacht natürlich viel Schlamm und viel Dreck in den Teich. Wir saugen hier den Schlamm ab vom ganzen Teich, einfach alles durchputzen. Dort knapp 3 Tage haben wir jetzt gehabt und haben alles in allem, muss schon ausrechnen, 60 Kubik Schlamm rausgesogen. Rund 50 Meter Leitung. Also vom Teich bis zum Lastwagen sind es 50 Meter. Man muss halt immer einer vorauslaufen mit der Schaufel, wo das alles schön anlockert. Und dann geht das eigentlich super. Für den Teich ist es einiges besser, weil wir machen nichts kaputt. Oder? Da hat es die Folie unten rein. Mit dem Backen da innerhalb von 1,5 Stunden wäre die Folie kaputt. Und dann wird es ein bisschen teurer. Der Schlamm und Schlick haben die Nährstoffe drin, die raus müssen, damit der Teich länger von der Verlandung geschützt ist. Die Pflanzen, die haben wir jetzt rausgenommen, die sind deponiert in einer grossen Bottich. Die kommen wieder rein. Und zwar indem wir den Haupttopf vergraben und den Kleintopf trainieren und da trainieren können wir dann Pflanzen. So bleiben die Nährstoffe eigentlich bei den Pflanzen zu. Und es ist pflegeleichter so, oder? Unterwasserpflanzen gesetzt. Die schweben dann im Wasser, wie die Weichkörper sitzen. Gut! Deine Freiheit. Du musst halt noch ein bisschen Versteck suchen, gell?
Firma Meier da bei uns bei der Sanierung von dem Biotop da im Hintergrund als sehr fachkompetent wahrgenommen. Sie haben das sehr speditiv und mit wirklich grossem Fachwissen den Teich saniert, dass eigentlich der Teich wieder über Jahre eine gute Falle machen sollte. Das sollte jetzt wieder so zwischen 10 und 20 Jahren hinheben, die Sanierung, die wir hier gemacht haben.